Okay, willkommen zu unserem nächsten Talk. Unsere nächsten zwei Speaker sind Stefan Becker und Stefan Kolossa. Stefan Becker hält ein PhD in der Embedded Security Group in Bochum im Institut für IT Security. Stefan Kolossa ist also ein PhD-Kandidat an der Universität seit 2017 im Institut für internationales Recht und Frieden und bewaffneten Konflikt. Die beiden haben ja Examen 2017 gemacht und sind jetzt Berater an das Projekt für im Zusammenhang mit dem Götz-Institut. Die beiden werden über rechtliche Implikationen sprechen und über das neue Gesetz, über Welcome and applause to Stefan Becker and Stefan Kolossa. Ein herzliches Willkommen an die beiden. Hallo, willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich muss sagen, es ist ein bisschen spät für einen Anwalt, aber der Tag fängt erst an für alle hier. Wir sind Stefan und Steffen und wir wollen heute über das Reverse Engineering Gesetz reden. Das ist gerade dieses Jahr herausgekommen, das ist quasi brandneu. Und das ist, die Implikationen für Reverse Engineering sind ziemlich groß. Kleiner Disclaimer hier: Wir können hier nicht alles gesetzlich analysieren und im Gesetz kommt es auf alle Details an. Das heißt, das ist jetzt keine anwaltliche Beratung hier. Es könnte natürlich sein, dass man am Ende durch Klagen oder so betroffen sein, aber ich würde sagen, nicht so viel darüber, nicht so sehr sich darum kümmern. Ich weiß, legale Terme sind schwer zu übersetzen, deswegen sagen wir die auf Englisch und auf Deutsch. So, warum sind wir eigentlich hier? Letztes Jahr haben wir einen Vortrag gesehen über mehr schlecht als recht, Grauzone Sicherheitsforschung. Das war von Forschern von einer Universität, die Software reverse engineert haben, die absolute Sicherheit versprochen hat. Und nachdem man sie ein Paper darüber veröffentlicht haben oder vorveröffentlicht haben, gab es mussten sie am Anfang eine Unterlassungserklärung, haben sie eine Unterlassungserklärung bekommen, falls sie sie unterschrieben hätten. Dann hätten sie sowas wie ein Tools for decompilation. Dann hätten sie nicht weiter Software für Dekompilation besitzen dürfen. Sie haben diese Deklaration nicht unterschrieben und dann ist es vor das Gericht gekommen und dann haben sie ein Jahr lang vor Gericht kämpfen müssen und dann gab es eine Einigung. Die Firma hat für die gerichtlichen Kosten gezahlt von den Forschern und damit sind sie dann da rausgekommen. Und unsere Frage diesbezüglich ist, wie ist die legale Situation bezüglich Reverse Engineering in Embedded Systems und so weiter, und gerade hier in Deutschland? Ich möchte euch ein bisschen Hintergrund geben über die Geschichte von der Forschung bei unserer Uni. Wir haben eine lange Geschichte über Reversing. Zum Beispiel haben wir uns Smartcards angeschaut
oder elektronische Schlüsselsysteme oder Satellitentelefone. Und kürzlich haben wir ein bisschen uns genauer angeschaut, manche Hardware, und schauen an, wie wir sie reverse engineeren. Und wir wollen auch ein bisschen über den Reversing-Prozess selber uns Gedanken machen. Und dann wollen wir auch Dinge herausfinden wie Hardware-Trojaner. Und dankenswerterweise haben wir auch interdisziplinäre Forschung, zum Beispiel, wo wir Leute von anderen Disziplinen haben, die über IT-Sicherheit nachdenken. Und dann haben wir aber auch Anwälte dort, die wissen, wie die gesetzliche Lage bezüglich Reverse Engineering und so ist. Da habe ich mit Steffen geredet, und die Lage ist, wir wollen irgendwelche Chips analysieren, für die es sehr viele Patente gibt. Und das heißt, wir machen die auf und schauen rein und machen dadurch irgendwelche schematischen Beschreibungen davon und so weiter. Und was wir wissen wollen, ist das legal? Könntest du dir diese Frage beantworten? Ist ein bisschen, ja, ich kann es versuchen. Ist ein bisschen schwierig. Die Gesetzgebung bezüglich geistigem Eigentum ist nicht so mein Hauptbereich. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, und ich kann dir ganz klar sagen, es kommt drauf an. Wir haben nicht irgendein einziges Buch vom Gesetz, wo es definitive Antworten gibt, sondern es gibt verschiedene Bereiche, die verschiedene Antworten geben können. Zum Beispiel geistiges Eigentum oder Geschäftsgeheimnisse oder Patentgesetze, Kopierschutzrechte, Urheberrechte. Und das ist alles sehr komplex. Die Konsequenzen könnten auch sehr schlimm sein, wenn man mit irgendeinem dieser Gesetze zusammenstößt. Das heißt, man könnte eventuell dazu gebracht werden, Schaden zu bezahlen. Und das kann sehr, sehr groß werden, solche Summen. Und zum Beispiel kann es auch sehr groß in den USA werden. Das heißt, unsere Frage, ob das legal ist oder nicht, ist nicht einfach bloß so eine Frage, sondern es ist tatsächlich etwas relativ Ernstes. Zuerst einmal geht es um das Semiconductor Protection Law. Die grundsätzliche Idee gehört ins Patentrecht. Dieses Hardware-Schutzgesetz schützt vor allem die Architektur. Und das war nicht meine Idee, das so zu definieren. Diese Definition stammt aus dem Gesetz. Wenn man in dieses Gesetz reinschaut, das ist relativ komplex. Man kann es sich nicht nur einfach mal über Nacht anlesen. Da geht es um sehr stringente rechtliche Definitionen. Die grundsätzliche Idee ist, dass die Architektur geschützt ist, aber nur die Architektur, nur diese dreidimensionale Struktur von Mikroelektronik und Halbleitern. Das heißt auch, dass Information, die darauf gespeichert ist, jedwede Information nicht durch dieses Gesetz geschützt ist oder durch diese Registrierung. Die grundsätzliche Regel ist relativ einfach. Die Architektur darf nicht reproduziert werden. Wenn ihr das tut, wenn ihr da Reverse Engineering betreibt,
es auseinandernehmt und schaut, wie es funktioniert, das ist grundsätzlich vom Gesetz untersagt. Das ist natürlich unglücklich, weil wir das natürlich alle gerne machen wollen. Aber es gibt glücklicherweise eine Ausnahmeregelung in diesem Gesetz. Das ist in Section 6, Paragraph 2 steht, dass die Architektur reproduziert werden darf, solange es für den Zweck der Forschung und der Bildung ist, darf das reproduziert werden. Natürlich soll dieses geistige Eigentum geschützt werden, aber andererseits ist natürlich auch Freiheit in Forschung und Lehre geschützt. Und daher gibt es diese Ausnahme für Forschungseinrichtungen und Universitäten, die zum Zweck haben, weiteres Wissen auf diesem Gebiet zu schaffen. Wir Forscher haben also diese Ausnahmeregelung unter dem Halbleiterschutzgesetz. Und so sind wir schon mal rechtlich abgesichert. Jetzt gehen wir zum zweiten Gesetz, das hier eine Rolle spielen kann. Dieses Halbleitergesetz spielt keine Rolle, sondern es geht jetzt hier um Patentrecht. Und Produkte werden oft nicht nur von einem einzigen, sondern von mehreren Patenten gleichzeitig geschützt. Und grundsätzlich soll ein Patent technologische Erfindungen schützen. Und die grundsätzliche Regelung ist einfach. Es ist kein widerrechtlicher Gebrauch zulässig. Wenn wir jetzt also keine ausdrückliche Erlaubnis haben, es zu benutzen, dürfen wir es nicht benutzen. Es gibt aber natürlich auch hier wieder eine entsprechende Ausnahme. Wir sind nicht absolut geschützt, aber Patente sind nicht geschützt gegen Handlungen für experimentelle Zwecke. Die Formulierung ist natürlich wichtig hier. Aber der Zweck ist natürlich wieder, dass Forschung geschützt werden soll. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen ja nicht gegen den Patenthalter genutzt werden und für den eigenen wirtschaftlichen Gewinn, sondern es soll zum Beispiel das Produkt sicherer gemacht werden oder Malware soll gefunden werden. Deswegen gibt es hier diese Ausnahmen wieder. Dieser Terminus experimentelle Zwecke ist ein relativ weites Feld. Es soll Wissen geschaffen werden bei einer technischen Unsicherheit. Bei einem Patent, wenn man es einreicht, muss relativ detailliert angegeben werden, wie das funktioniert. Und unter diesem Patentrecht sind wir auch wieder geschützt. Die Situation war ein bisschen anders unter dem Recht zu Geschäftsgeheimnissen. Das ist das Gesetz, das sich vor allem geändert hat. Deswegen halten wir auch diesen Vortrag. Das hängt sehr eng zusammen mit dem Wettbewerbsrecht. Und geschützt werden soll geschützt werden Wissen, das durch einen Wettbewerber unfair genutzt werden kann. Verboten ist das Sammeln und das Erwerben von geheimem Wissen, womöglich auf unfairem Weg, das gegen einen Wettbewerber genutzt werden soll. Dieses steht im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Vor allem in Abschnitt 17, Paragraph 2. Es ist generell untersagt, Geschäftsgeheimnisse zu erwerben und zu benutzen. Warum bin ich dann betroffen? Ich bin ja kein Mitbewerber. Aber ja, es geht darum, dass das Gesetz eigentlich in einem grundsätzlichen Weg beschützt. Also zum Beispiel jetzt, also zum Beispiel nicht in dem alten Gesetz, aber jetzt halt in diesem Gesetz ist jede Person theoretisch, also jeder könnte dieses Geheimnis veröffentlichen.
Also es wäre möglich, dass jeder sozusagen dann am Ende dagegen verstößt. Speziell in diesem Fall ist der, das ist dieses Gesetz ein bisschen im Detail beobachtet worden in letzter Zeit. Denn jetzt hat man teilweise Informationen, die man rausbekommt aus Firmware zum Beispiel, die nicht geschützt ist bei dem Patent oder bei irgendeinem anderen Gesetz. Und deswegen fällt die, das Geistereignis manchmal dann zu kurz. Und deswegen gibt es dann die, das Patentrecht zum Beispiel möchte, dass du alle alles veröffentlicht, was du hast. Und in dem Fall hier möchtest du aber jetzt, dass alles geheim bleibt, was du hast. Also es ist eine andere Art des Schutzes. Wir haben eine Deregulation gehabt 2016 deswegen, und die ist sehr detailliert gewesen. Es kam aus der EU und das hat eine Zeit, bis es umgesetzt werden musste in den Mitgliedstaaten, und dieser Zeitpunkt, an dem es umgesetzt sein muss, war der Juni 2018. Und Deutschland hat entschieden, dass es sich nicht in Regeln halten wollte und hat sich nicht an diese Deadline gehalten, aber hat es dann letztendlich im April 2019, also ein bisschen später, umgesetzt in ein nationales Gesetz. Aber jetzt haben wir ein sehr harmonisiertes System in der EU, und das ist sehr wichtig, denn wir hatten früher ein sehr unterschiedliches Gesetz in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Und deswegen waren manchmal Sachen in dem einen Land geschützt, aber in dem anderen nicht. Speziell, wenn du EU irgendwo arbeitest und nicht nur in Deutschland, dann ist das sehr angenehm. Also dieses Gesetz war ein bisschen schwer zum Definieren, also es war schwer zu sagen, was ist denn eigentlich ein Firmengeheimnis. Jetzt ist es definiert als eine Information, die nicht generell im Bewusstsein ist. Also nicht irgendwie etwas, das halt irgendwo im Umlauf ist, sondern es muss allgemein bekannt sein. Dann muss die Information notwendig genug geschützt gewesen sein, damit sie, und es muss ein Interesse geben, es zu schützen. Also es muss zum Beispiel einen wirtschaftlichen Nutzen, also einen Mehrwert haben. Also das ist, was es jetzt hat, sozusagen Bei Reverse Engineering kommt es dann darauf an, wie einfach und simpel es ist, an die Geheimnisse zu kommen. Und wenn wir das jetzt im alten Gesetz uns anschauen, dann war es 1943. Da gab es eine Stiefeleisenpresse, und damals gab es wollte ein Konkurrent das für einen günstigeren Preis haben, und der hat sich den Mechanismus angeschaut, wie das funktioniert. Und das Gericht hat da verschiedene Sachen entschieden. Das hat erstmal versucht zu definieren, was ist ein Geschäftsgeheimnis ist. Und das ist dann nicht besonders glücklich geändert. Nämlich, es kommt dann darauf an, wie viel Zeit man braucht, um das Geheimnis wiederzubekommen. Das heißt, wir wissen am Ende nicht, was genau davon geschützt ist und was nicht. Das heißt wahrscheinlich für Dinge, wo man Hardware braucht, um es zu reverse-engineeren, das könnte wahrscheinlich ein Geschäftsgeheimnis sein. Das heißt, es kommt darauf an, wie einfach und simpel der Reverse-Engineering-Prozess war. So, es gibt das Verbot, dass man ein Geschäftsgeheimnis nicht durch unautorisierten Zugriff
bekommen darf. Also zum Beispiel Spionieren ist nicht erlaubt. Oder man darf nicht amoralisch verhalten, um das zu bekommen. In diesem Stiefeleisenpresse war es zum Beispiel, dass es dort unmoralisches Verhalten gegeben hat. Das heißt, hier müssen wir auch noch entscheiden, ob etwas amoralisch Verhalten war oder nicht. Es gibt aber jetzt eine neue Regel, dass es Möglichkeiten gibt, die Geschäftsgeheimnisse zu bekommen. Und zwar geht das durch die Beobachtung, Studie, Auseinanderbauen oder das Testen von einem Produkt. Jedenfalls solange es der Allgemeinheit verfügbar war. Jedenfalls, wenn es jeder kaufen kann, dann ist es in Ordnung. Dann darf jeder das reverse engineeren. Das könnte ein bisschen anders sein, wenn bestimmte Firmen ein Angebot gemacht wird, Produkte zu testen. Da könnte es ein bisschen anders sein. Aber jedenfalls, sobald es auf dem Markt ist, von jedem zu kaufen, dann fällt es unter Abschnitt 3. Das ist eigentlich ziemlich gute Nachrichten. Schlussendlich würde ich sagen, dass wir zuallererst ein gutes Verständnis haben, dass Reverse Engineering von dem Recht zum geistigen Eigentum geschützt wird. Das widerspricht dem also nicht. Dann haben wir das Recht zu den Geschäftsgeheimnissen, das auch aktuell Reverse Engineering zulässt. Und dann haben wir natürlich eine Debatte unter den Juristen, denn es trifft natürlich zu auf Hardware Reverse Engineering. Die Situation sieht bei Software Reverse Engineering ein wenig anders aus, weil man dann natürlich wieder dem Copyright-Gesetz unterliegt. Und da gibt es natürlich ein bisschen verschiedene Regeln, die angewandt werden. Aber grundsätzlich ist Reverse Engineering legal, vor allem wenn es um Hardware und Firmware geht. Bei Software ist es natürlich mit geistigem Eigentum etwas komplizierter, aber grundsätzlich ja, Reverse Engineering ist rechtlich zulässig. Und die Meinung ist, bei Unsicherheiten in dem rechts- und geistigen Eigentum bezüglich Reverse Engineering, dann muss es interpretiert werden als legal, weil wir im Rechts- und Geschäftsgeheimnissen eine entsprechende Klausel haben. Dieses Gesetz ist also für den Themenkomplex gerade sehr, sehr wichtig. Und in zukünftigen Debatten wird es natürlich auch eine Rolle spielen. So grundsätzlich haben wir eigentlich eine ganz gute Situation aktuell. Schlussendlich haben wir hier ein paar Richtlinien für Forscher. Schritt 1, Ruhe bewahren und weiterforschen. Also habt keine Angst, dass auf einmal die Anwälte kommen. Manche Anwälte werden es natürlich versuchen. Und vielleicht werden sie manchmal Erfolg haben, aber grundsätzlich sollten sie das nicht. Des Weiteren, was im Gesetz nicht geregelt ist, was wir aber trotzdem tun sollten, ist natürlich den Regeln für Responsible Disclosure, also verantwortliche Veröffentlichung, folgen. Dieses Gesetz differenziert natürlich nicht zwischen dem Reverse Engineering und was ihr dann nachher mit diesen Informationen macht. Wenn ihr es also ein Paper veröffentlichen wollt, ist es nicht so ganz klar im Gesetz geregelt. Aber weil diese Unterscheidung im Gesetz nicht getroffen wird, ist es wahrscheinlich legal. Denn es ist im Zweifelsfall wahrscheinlich legal, wenn ihr es in einer Zeitschrift veröffentlicht, aber natürlich
Responsible Disclosure folgen. Kürzlich haben wir mit Responsible Disclosure in unserer Gruppe sehr gute Erfahrungen. Ein Kollege von mir hat eine Hardware-Vulnerability gefunden, die mehrere Geräte betroffen hat, die noch mindestens 10 oder 20 Jahre auf dem Markt verwendet werden wird. Und die Hersteller haben natürlich Verfahren für verantwortliche Offenlegungen. Und mein Kollege ist dann an diese Firma herangetreten und hatte innerhalb von 2 Jahren eine Antwort. Sie wollten einen Bericht über die Entdeckung und sie wollten ein klein wenig mehr Zeit, um natürlich darauf reagieren zu können. Einerseits haben sie es dann ihren Kunden gegenüber veröffentlicht, haben ihren Kunden mitgeteilt, wir haben eine Sicherheitslücke, aber andererseits arbeiten wir mit den Entdeckern zusammen, um das einerseits zu veröffentlichen und zweitens natürlich richtigzustellen. Größere Unternehmen haben da natürlich ihre Verfahren. Bei kleineren, mittelständischen Unternehmen, die können natürlich diese Prozesse nicht schon vorhalten. Auf jeden Fall schadet es nicht, die Firma vorzuwarnen. Und in Notfallsituationen, wenn ihr von einem Anwalt einen Liebesbrief im Briefkasten habt, dann Ruhe behalten und an einen Anwalt wenden. Denn erstens, wenn ihr mit horrenden Summen bedroht werdet, die ihr vielleicht zahlen sollt, habt keine Angst, denn erstens, wenn ihr einfach einen Anwalt konsultiert, dann sind diese Kosten nicht super hoch und sie werden meistens abgedeckt vom Gesetz. Es gibt eine rechtliche Höchstsumme inklusive Steuern. Das ist natürlich durchaus eine gute Sache. Und ihr habt ein robustes Gesetz auf eurer Seite, wenn ihr Reverse Engineering betreibt. Und wenn ihr euren Prozess gewinnt, muss natürlich die Gegenseite alle Kosten für den Prozess zahlen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das löst natürlich nicht alle Probleme, denn gewisse Gebiete sind da nicht so besonders klar. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, das wir aus dem Talk von letztem Jahr mitnehmen können, dass der Richter festgestellt hat, dass der Gesetz gegen die Forscher sehr, sehr schwach war. Also schlussendlich hätte die Gegenseite wahrscheinlich den Fall nicht gewonnen. Aber es hat ganz gut ausgesehen für die Forscher. Also als Zusammenfassung, das ist eigentlich ein guter Punkt, also dass die Gesetzgebung sich dieses Bereich der Forschung anschaut. In anderen Bereichen wird andere Regulierungen, die speziell mit der Erlaubnis für das Verletzen von Urheberrecht zu brechen. Die Forschung daran ist mittlerweile auch ganz gut geschützt. Es gibt sehr Sachen, wo ich auch erwähnt habe. Es ist natürlich jetzt nicht eine Garantie vor dem Richter, aber also man weiß natürlich nie. Aber wenn ihr unseren grundsätzlichen Guidelines folgt, dann solltet ihr aber ganz gut unterwegs sein. Vielen Dank. Danke für die rechtliche Unterstützung. Okay, danke ihr beiden. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten. Yeah, maybe there are some, I suppose. If you have one question, please just use the microphones here in the 1, 2, 3. And we start with question from microphone 2, please. Hi, thanks for your talk.
Also danke für den Talk. Ich, was ist, wenn ich da Werkzeuge habe zum Reverse Engineering? Ich möchte da irgendwie was veröffentlichen. Muss ich da besorgt sein? Nein. Also die verkaufen die Tools für... Nein, im Allgemeinen nicht. Weil wenn man derjenige, der das Reverse Engineering macht, muss sagen, dass sie Forschung betreiben. Also vielleicht benutzen sie dein Tool für einen anderen Zweck, aber das ist eigentlich das ihre Sache. Aber das Produkt zum Reverse Engineering ist nicht illegal. Okay, Mikrofon Nummer 2, hallo. Vielen Dank für deinen Talk. Ich frage mich, darf ein Hersteller, wenn er speziell sagt in seinen Nutzungsbedingungen, dass man das nicht dekompilieren und Reverse Engineering darf? Ist das was? Also ist sozusagen das Gesetz da stärker? Also wie stark ist sozusagen sind diese Nutzungsbedingungen? Sehr gute Frage. Im Allgemeinen ist es, wenn man, also es passiert relativ häufig, dass so ein Vertrag versucht, das Gesetz zu beschneiden an der Stelle. Aber wenn es bei Software könnte es tatsächlich ein Problem sein mit Dekompilation. Das ist nämlich nicht Reverse Engineering, was erlaubt ist. Wie gesagt, Software ist da ein bisschen ein anderer Fall. Aber wenn dann eine Klausel drin ist, dass man nicht Reverse Engineering darf, wenn man nicht daran forschen darf, dann ist diese Klausel vermutlich nicht im Gericht bestehen. Weil wenn es in den Geschäftsbedingungen ist, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann kann das Gericht entscheiden, ob eine Klausel gegen die grundsätzliche Idee eines Gesetzes ist. Und das Gesetz sagt zurzeit ziemlich deutlich, dass Reverse Engineering erlaubt ist. Und dann kann das nicht von den allgemeinen Geschäftsbedingungen überschrieben werden. Aber im Softwarefall gibt es da manchmal schon Ausnahmen. Aber das ist jetzt nichts Allgemeines. Frage Nummer 2. Hallo, du hast hauptsächlich über Hardware geredet, also Hardware Reverse Engineering. Aber was du ja oft auch machst, wenn du Hardware Reverse Engineerst, dann extrahierst du ja auch irgendwie Daten von den Chips und hast dann auch nochmal noch irgendwelche Bits. Und das ist ja meistens irgendwie Codec oder irgendwelche Software. Also ist dann der Rest des Reverse Engineerings mit Software gemacht. Also da hast du nicht drüber geredet. Ist das relevant hier? Also soweit ich das weiß, ist es da, das darf man da ein bisschen was machen, aber bei manchen Sachen, gerade beim Veröffentlichen, ist es da relativ restriktiv. Also wenn man das, was man darüber bekommen hat, rausgefunden hat, veröffentlichen will. Also ich frage mich, sobald ich diesen Bitstream, den ich da raushole, anfange zu analysieren, ob ich da irgendwie noch immer sozusagen im Hardware oder schon im Software-Bereich bin. Das ist eine ausgezeichnete Frage und das haben wir natürlich auch untereinander vorher schon ein bisschen besprochen. Wenn man sich Software anschaut, kann es natürlich unter das Urheberrechtsgesetz fallen und da gibt es eine Regel, so grundsätzliches Reverse Engineering ist erlaubt, aber kompilieren nicht. Wenn der Source Code komplett nur reproduziert wird, dann ist das nur legal, wenn Interoperabilität mit anderen Systemen verbessert werden soll.
Wenn das nicht der Fall ist, ist das etwas problematischer und wahrscheinlich nicht legal. Andererseits, wenn ihr natürlich Blackbox-Testing betreibt, also nicht den ganzen Code dekompiliert, sondern in diesem speziellen Fall ist diese Sorte Reverse Engineering, gilt das auch nicht als Dekompilieren, also wird hier auch kein Recht verletzt und Reverse Engineering bleibt legal. Es hängt natürlich wieder von den genauen Umständen ab. Ich habe auch eine Frage. Haben wir was aus dem Internet? Okay, noch eine Frage. Bei deiner Antwort auf die erste Frage hattest du gesagt, dass es da eigentlich erstmal um Software ging, die für eine andere Idee gedacht war. Der Softwarehersteller wäre also nicht verantwortlich. Aber was ist, wenn der Softwarehersteller sagt, aber es ist dafür möglich, dass man dies und jenes reverse engineeren kann, aber ich könnte mir überlegen, man könnte sich auch für was anderes benutzen, wäre doch immer nicht verantwortlich? Man muss am Ende ist immer noch die Person, die das Reverse Engineering tut, verantwortlich. Nein, der das gemacht hat, nicht der andere. Das ist potenziell ein komplett legales Tool, um es zu verwenden kann, solange man es verwendet und nicht missbraucht. Und bis dahin ist das natürlich erlaubt. So, wenn ich sage, du darfst damit das Gesetz brechen oder du kannst damit das Gesetz brechen? Ich würde das natürlich nie laut sagen. Wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen. Vermeiden wir das mal und bleiben wir mal dabei, dass es nur zu Forschungszwecken passiert. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Okay, eine letzte Frage. Ich will das für zwei Fragen benutzen. Also ich bin als Wissenschaftler, mir ist es erlaubt, Produkte zu reverse-engineeren. Das ist ja gute Nachrichten. Also erstens, was ändert sich oder ändert sich was, wenn ich das dokumentiere und dann irgendwie veröffentliche? Also wenn ich etwas reverse-engineer und dann, also das zum Beispiel unter Patentrecht fällt und dann veröffentliche ich das irgendwie irgendwo kostenlos im Internet. Ist das legal? Da gibt es auch wieder ein wenig Diskussion, denn es ist natürlich legal, wenn diese Information unter das geistige Eigentumsrecht fällt. Und es wird hier natürlich auch Wissen geschützt, also mehr oder minder Geschäftsgeheimnisse. Wenn man es interpretiert, und das ist noch nicht so komplett heraus, wahrscheinlich wird es unter den Schutz von geistigem Eigentum fallen und nicht von generellem Wissen. Wenn hier die Hardware Patentrechte verletzt und wo es veröffentlicht ist in einem Zeitschrift, ist es wahrscheinlich auch legal, aber man muss natürlich die Juristen wieder fragen, unter welches Recht es jetzt genau fällt. Wenn ich es auf GitHub veröffentliche und dann in meinen Paper verlinke, ist es dann legal? Generell würde ich sagen, ja, nagel mich nicht darauf fest, aber wahrscheinlich. Und zweitens, und wie qualifizierst du dich dann als Wissenschaftler? Also könnte ich einfach selbst irgendwie daran rumbasteln und sagen, ja, ich bin Wissenschaftler? Also ich bin... In den ganzen Gesetzen gibt es natürlich eine relativ weit gefasste Terminologie. Bei einer Universität oder so fällt man natürlich unter Forschung. Wenn du das jetzt komplett zum Privatvergnügen machst, dann gibt es noch andere Ausnahmen, wenn man es natürlich zum Privatvergnügen macht, nur dann darf es natürlich nicht veröffentlicht werden. Wenn es zu Forschungszwecken passiert, musst du natürlich so ein bisschen ein Mission Statement rausgeben, welchen Forschungszweck du damit verfolgst. Du kannst nicht nur sagen, ich möchte jetzt hier forschen, sondern du brauchst schon so ein bisschen spezifiziert, was du genau recherchieren möchtest, was du genau herausfinden möchtest. Und dann kann das auch wieder als Forschungsarbeit verstanden werden.
Dankeschön. Und das ist das Ende. Das war die deutsche Übersetzung des Talks Reflections on the New Reverse Engineering Law von Stefan Kolossal und Stefan Becker.